Braunschweig 0-0 gegen Bonn SC. Wir waren ein richtiges Kampfspiel heute wieder. Was hat das Spiel so schwer für dich heute gemacht vielleicht? Ja, ich denke, wie erwartet war es ein großer Kampf gegen Bonn SC. Hat uns der Trainer klar gemacht vor dem Spiel und ja, der Platz hat auch nicht viel mehr hergegeben, würde ich sagen. Und deswegen haben wir ja, den Kampf gut angenommen. Und auf jeden Fall würde ich sagen, ist es schade, dass wir einen Punkt geholt haben. Aber allerdings haben wir wieder zu Null gespielt, haben wieder einen Punkt mitgenommen und haben die Serie ausgebaut. Das lief jetzt recht anders als im letzten Spiel. Was hat Bonn besonders gut gemacht, jetzt auch gerade nach der roten Karte? Ja, ich denke, ich würde nicht sagen, dass Bonn das jetzt überragend verteidigt hat, sondern wir haben einfach, ja, wir hätten mehr Geduld zeigen müssen und hätten, auch wenn der Platz schwer bespielbar ist, hätten wir ja, mehr die Seiten wechseln müssen, geduldiger bleiben müssen und einfach Fußball spielen. Und irgendwann hätten wir dann vielleicht einen Lucky Punch gesetzt. Das haben wir einfach zu hektisch und ohne Spieltempo, ohne Intensität weiter zu Ende gespielt. Trotzdem, ihr nehmt den Punkt jetzt mit. Jetzt geht es halt am Mittwoch gegen Langerwehe weiter und dann gegen Mönchengladbach. Geht er jetzt rein? Ja, ich denke, das ist trotzdem jetzt, auch wenn es am Ende schade ist, wir einen Punkt mitgenommen haben. Aber ich denke, wir können mit einem guten Gefühl in die nächsten Spiele gehen. Wir spielen jetzt am Mittwoch direkt wieder zu Hause. Das ist immer schön, dass man nicht so lange trainieren muss, bis man wieder spielen kann. Und ja, ich denke, dann die nächsten drei Punkte einzufahren, beziehungsweise den Pokalsieg zu holen. Und ja, dann denke ich, können wir mit gutem Gefühl in Gladbach wieder drei Punkte holen. Danke. Bitte schön. Ja, Google Era 0-0 gegen Bonn SC, die haben euch heute alles abverlangt, kann man sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, heute auf so einem Rasen, wenn so ein Gegner, dann Schiedsrichter ist überhaupt nicht so ein Okay, fand ich. Aber trotzdem haben wir alles reingeworfen. Ja, wir haben wieder, glaube ich, kaum was zugelassen hinten, standen gut, haben viele Luftduelle gewonnen vorne. Ich finde, noch im 16er können wir ein bisschen gefährlicher sein oder müssen. Und ja, auch mit dem Elfmeter, vielleicht, okay, kann nicht reingehen, ist kein Problem, aber trotzdem müssen wir dann mehr Torchancen kreieren und dann können wir auch so ein Spiel gewinnen. Aber am Ende, ja, nehmen wir einen Punkt mit und müssen nach vorne schauen. Und lag das, dass ihr vielleicht in der Offensive dann nicht doch die ganz letzte Konsequenz auf den Platz gebracht habt? Lag das an der guten Ordnung von Bonn, auch vielleicht sogar nach der roten Karte noch? Ja, auf jeden Fall, klar. Dann haben die ja nichts mehr nach vorne gespielt. Die waren auch hinten drin und wir haben mit vielen langen Bällen agiert. Aber trotzdem, die zweite Bälle kam nicht an den Mann. Das war dann ja nicht so gut von unserer Seite aus. Aber trotzdem, ja, wir standen ja gut und nach vorne müssen wir, wie gesagt, mehr reinwerfen vielleicht. Letzte Wille hat vielleicht ein bisschen gefehlt. Aber so ein Spiel kann dann noch nach hinten umgehen und wir müssen immer wach sein. Und am Ende, wie gesagt, müssen wir leider mit dem Punkt dann zufrieden sein. Als Dämpfer kann man den Punkt jetzt nicht unbedingt übersehen. Ich meine, ihr seid in 6 Spiele vollkommen geschlagen. Also ja, 6 Spiele ungeschlagen ist immer eine gute Bilanz, aber trotzdem im Abstiegskampf ist immer gut, wenn man dreifach punktet. Und heute mit Konkurrenz haben wir trotzdem nochmal 4 Punkte Abstand gelassen. Und ja, und am Ende ist dieser Punkt auch vielleicht wichtig, weiß man nicht. Zum Glück, was heute gegen Langerwehe weiterhin, glaubst du, der Platz hält das mal aus? Ich denke schon. Also auch gegen die wird es nicht einfach. Pokal ist immer feigt auch drin. Und wir müssen auch das annehmen und wir wollen eine Runde weiterkommen, klar, ganz klar. Und mit Gladbach werden wir uns gar nicht beschäftigen, erst mal im Pokalspiel. Und dann werden wir uns nach vorne schauen einfach. Danke. Okay. Ja, schweres Spiel, unglückliches Ergebnis. Wie du siehst, hast du eher 2 Punkte verloren oder einen gewonnen? Ja, ist natürlich sehr schade, wenn man dann die Möglichkeit hat, 1-0 in Führung zu gehen, vor allem zum Ende des Spiels dann einen Elfmeter bekommt, berechtigterweise, muss man sagen. Und waren viele andere Szenen, wo schon Buniako gelb-rot sehen musste, wo er die Hose vom Haki schon fast auszieht auf Höhe oder hinter der Mittellinie. Von der Seite auch die Foul-Aktion von Mati. Ich denke, da braucht man sich nicht zu beschweren. Wir haben in Unterzahl genauso wie auch in Gleichzahl sehr viel Druck auf den Gegner ausgeübt, dominiert in allen Belangen. Der Gegner hat eine Chance gehabt nach einer Ecke, wo Josh Brust sehr aggressiv im Fünfer angegangen wurde. Für mich klares Foul. Ansonsten haben wir über 90 Minuten plus X nichts zugelassen und wir haben zu Null gespielt. Dementsprechend, wir haben die Serie ausgebaut. Ist natürlich schade, die Jungs sind enttäuscht, wir sind alle enttäuscht darüber, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben, aber nichtsdestotrotz müssen wir das Positive auch daraus schöpfen und weitermachen und versuchen, uns zu sammeln, Mittwoch im Pokal weiterzukommen und dann gegen Gladbach die nächsten Punkte heimzufahren, damit wir so schnell wie möglich aus diesen Gefilden rauskommen.
Hat dir die Druckphase nach dem Platzverweis nicht ein bisschen gefehlt? Oder war es, ist es einfach schwierig, auf dem Platz den Druck aufzubauen? Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, Steckpässe zu spielen, die letzte Linie dementsprechend zu bespielen. Das heißt, dadurch, ich finde nicht, die Druckphase hat meiner Meinung nach nicht gefehlt, sondern wir haben, denke ich mir, schon nach vorne gespielt. In der einen oder anderen Situation hätte ich mir sogar noch mehr gewünscht, dass wir flanken, dass wir zweite Bälle produzieren auf dem Platz, anstatt dann das nur spielerisch lösen zu wollen. Aber ansonsten, wie gesagt, haben wir alles versucht und nicht ohne Grund auch den Elfmeter herausgeholt, weil wir in die Box gegangen sind, weil wir dort waren, wo gefährlich wurde.